Video 10.3. Was bisher geschah? Wir haben in 10.1, also im Video 10.1, haben wir uns mit Lipschitz-Bedingungen beschäftigt. Also wir haben gesagt, F ist Lipschitz in Y, dann gilt so eine Abschätzung F von XY minus F von XY Schlange ist kleiner gleich einer Konstanten Y minus Y Schlange. Das war die Lipschitz-Eigenschaft von F und die ist eben zentral in dem Existenz- und Eindeutigkeitssatz. Dann haben wir den Eindeutigkeitssatz in 10.2 gemacht und der war eben genau, wenn F Lipschitz ist, in diesem Sinne, nämlich in Y, in der zweiten Variable, F Lipschitz, dann ist die Lösung eindeutig. Ich schreibe hier gar nicht hin, Lösung welcher Gleichung. Die Lösung, also die Gleichung ist immer klar, es ist immer dieselbe. Ja, Y' gleich F von Y. Das F kann auch noch explizit von X abhängen, aber ich schreibe jetzt einfach mal Y' gleich F von Y. Das war der Eindeutigkeitssatz. Das basierte darauf, dass auf kleinen Zeitintervallen kann man mit der Lipschitz-Konstanten direkt rechnen, zwei Lösungen vergleichen und dann ist sozusagen der Abstand der zwei Lösungen kleiner gleich ein halbmal der Abstand der Lösungen. Also ist der Abstand 0. Gut, und wir haben das auch komplementiert mit dem Beispiel, was da war, y' gleich, ich habe jetzt y hoch 2 Drittel genommen, wie Forster, ich hätte auch Wurzel y nehmen können, irgendeine Funktion, die nicht Lipschitz-stetig ist, also das hier ist eine Funktion in y, die nicht Lipschitz-stetig ist. Und wenn Sie sich so eine Funktion ausdenken, dann können Sie, ja nicht für jede nicht Lipschitz-stetige Funktion, aber für so Wurzelfunktionen finden Sie dann Lösungen, die so aussehen, die bleiben zum Beispiel bei der 0 stehen und gehen dann hoch, in dem Fall wie x hoch 3. Aber die Lösung ist eben nicht eindeutig. Und jetzt kommt endlich Vorschau, dieses Video 10.3. Das ist jetzt der Existenzsatz und der wird hier fast genauso lauten, nämlich wenn F Lipschitz ist, dann existiert auch eine Lösung. Und der wichtigste Aspekt in diesem Existenzsatz ist, es existiert dann zwar eine Lösung, aber nur lokal. Also es gibt ein kleines Zeitintervall und auf dem kleinen Zeitintervall gibt es eine Lösung, aber wir wissen nicht, ob es die Lösung jetzt für alle Zeiten gibt. Das ist also ganz anders als beim Eindeutigkeitssatz. Zwei Lösungen stimmen dann, solange sie existieren, überein. Aber beim Existenzsatz weiß man nur, es gibt lokale, für ein kleines Epsilon gibt es auf dem Epsilon-Zeitintervall eine Lösung, aber vielleicht nicht für alle Zeiten. Und wir werden den Existenzsatz, naja, vielleicht tue ich den doch mal so an, so wird er lauten, wenn F Lipschitz ist, dann existiert die Lösung. Und zwar lokal in der Zeit. Und wir werden dann auch wieder ein Beispiel dazu machen. Und das Beispiel wird jetzt sozusagen in gewisser Weise das Umgekehrte sein. Hier ist diese Funktion nicht Lipschitz. Aber das ist etwas, was lokal passiert. Also für y nahe 0 passiert da was Schlechtes. Wenn ich mache, dass es sozusagen für große y nicht mehr Lipschitz ist, y' gleich y² zum Beispiel, wir hatten dieses Beispiel auch im ersten Video, das ist zwar, y² ist zwar lokal Lipschitz, ja, also das f von y gleich y² ist zwar lokal Lipschitz, aber nicht global Lipschitz, weil ja die Parabel immer steiler wird und dann haben Sie keine Lipschitz-Konstante für alle reellen Zahlen gleichermaßen, sondern immer nur lokal. Gut, das wird ein Beispiel sein für, ja für was jetzt? Hier ist die rechte Seite immer noch lokal Lipschitz, deswegen gibt es eine lokale Lösung, aber es gibt eben keine globale Lösung. Also hier steht jetzt das komplette Programm, im Grunde nicht nur dieses Videos, sondern der letzten zwei Videos noch mit. Wir wollen jetzt also zeigen, wenn F Lipschitz ist, dann existiert die Lösung lokal. Und das ist jetzt eben der berühmte Satz von Picard-Lindelöf. Der beinhaltet auch die Eindeutigkeit eigentlich, aber wir haben das ausgelagert. Wir machen jetzt also nur noch den Existenzsatz. Also Satz 4. Satz 4
Existenzsatz von Pika Lindelöf. Wie mehrfach schon angekündigt, der wichtigste Satz in diesem zweiten Teil der Vorlesung, in diesen gewöhnlichen Differentialgleichungen. Die Situation ist so wie immer. Also, G ist eine Teilmenge von R kreuz Rn. F geht von G nach Rn. Das ist mein Geschwindigkeitsfeld. Wohin laufe ich gerade? Das soll immer stetig sein. Und es sei lokal Lipschitz stetig in Y. Das G ist eventuell offen. Ja, klar. Ja. G offen. Gut. Und jetzt nehmen wir, ich mache mal wieder das banale Bild, was ich jedes Mal mache. Ich versuche es so ähnlich hinzukriegen wie das letzte Mal. So ungefähr sah das aus. Das könnte das G sein. Also hier verläuft die Zeit. Hier ist die Position im Raum. Und hier ist jetzt ein Punkt. Machen wir mal hier. Hier ist A. Hier ist C, das ist der Startpunkt. Hier möchte ich mit meiner Kurve loslaufen. Also sei AC ein Punkt in G. Ja, und jetzt sehen wir schon, es war gut, dass wir G offen gemacht haben. Also um den Punkt ist auch noch ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz ist da ringsrum. Können wir noch so ein Kästchen umzeichnen. Das ist eben genau die Offenheit von G. Ja, dann sind wir schon fertig. Dann, die Gleichung steht ja da, es ist immer dieselbe, y' gleich f von y. Dann gibt es, und hier ist die Anfangsbedingung, dann gibt es eine Lösung. Und jetzt müssen wir eben aufpassen, das ist jetzt genau der Punkt. Es gibt lokal eine Lösung, also es gibt für ein kleines y eine Lösung. Ich weiß nicht, wie lange es die gibt. Dann gibt es ein Epsilon größer 0 und eine Lösung die lebt jetzt auf dem Intervall also von A minus Epsilon bis A plus Epsilon A minus Epsilon bis A plus Epsilon geht die Abbildung in den Rn und ich schreibe dazu von der Gleichung y' gleich f von Punkt, y. Und wenn ich das hinschreibe, dann meine ich schon, das phi ist so, dass das x, phi von x immer in g liegt. Ja, das habe ich mal im Lösungsbegriff mit rein definiert. Das phi muss schon immer dahin abbilden, sodass wir das g auswerten können. Und mit der Anfangsbedingung phi von a gleich c. Also wohlgemerkt, Sie sehen hier, wir können auch rückwärts lösen. Also wir können in der Zeit auch zurückgehen. Das wird später bei partiellen Differentialgleichungen nicht mehr so sein, dass man rückwärts gehen kann. Jedenfalls nicht immer. Aber hier ist es so. Wir können also nach vorn vorwärts lösen und rückwärts lösen. Und ja, das ist die Aussage des Satzes. Es gibt eine Lösung. Und zwar lokal. Ich kontrolliere das schnell. Ja, genau. Also zwei Bemerkungen kann ich noch schnell machen, bevor ich wische. Die Bemerkung 1 oder erster Teil ist, die Lösung ist dann auch eindeutig nach Satz 3. Lösung ist auch eindeutig, siehe Satz 3. Gut, und zweiter Teil der Bemerkung. Es ist, ja, ich schreibe es rück mal hin, ich erinnere an Satz 1. Da haben wir nämlich gesagt, diese Differentialgleichung y' gleich f von y zusammen mit der Anfangsbedingung, die kann ich äquivalent umschreiben in eine Integralgleichung. Also zu zeigen ist, ich
schreibe das mal mit mehr Text. Gesucht ist ein Vieh mit der Eigenschaft, dass die Integralgleichung lösen. Was war die Integralgleichung? Wie gesagt, das schauen Sie jetzt hoffentlich nicht in den Satz nach, sondern die Integralgleichung heißt nur, Phi in einer Stelle x ist das Integral von a bis x von seiner Ableitung. Oder genauer, das ist Phi von a, was ja c ist, plus das Integral a bis x. Und jetzt muss ich hier die Ableitung von Phi reinschreiben. Aber die Ableitung von Phi ist ja das f. Also f von t, Phi von t dt. Und so wird die Beweismethode sein. Wir werden nicht direkt diese Differentialgleichung lösen, sondern wir werden diese Integralgleichung lösen. Und wenn wir die gelöst haben, also da brauchen wir nur ein stetiges Phi. Ein stetiges Phi, was diese Integralgleichung löst. Und dann sind wir fertig, dann haben wir auch eine Lösung dieses Systems gefunden. Daran sehen Sie, das ist jetzt eigentlich nicht so besonders schwierig, dieser Satz. Ja, wir haben den schön zerlegt, haben die Lipschitz-Stetigkeit separat gemacht, haben die äquivalente Integraldarstellung separat gemacht, haben den Eindeutigkeitssatz separat gemacht. Jetzt kommt nur noch dieser Existenzteil. Der ist jetzt nicht mehr so schwierig. Beweis vom Existenzsatz. Starten wir erstmal damit, was ich schon angedeutet habe. AC ist ein Punkt in G und G ist offen. Ja, ich mache nochmal das kleine Bildchen hier. Da ist ein Punkt, das ist der Punkt AC. Das ist offen und deswegen können wir da noch eine kleine Umgebung finden, die auch noch ganz in G liegt. Also es gibt ein Delta und ein R größer 0, sodass das Intervall A minus Delta bis A plus Delta. Und außerdem, also das in der X-Komponente ist es dieses Intervall. Und in der Y-Komponente nehmen wir die R-Kugel um den Punkt C, nehmen wir mal die abgeschlossene, dass die noch ganz in G liegt. Das ist also wie in dem Bild, nur dass Sie eben in der Y-Achse bedenken müssen, das ist nicht nur ein Intervall nach oben, sondern es ist eben eine Kugel in dem Raum. Also wenn das y1 wäre und y2 kommt aus der Tafel raus, dann wäre hier, wenn ich von hier schaue, eine Kreisscheibe. Also sowas gibt es, weil G offen ist und jeder Punkt also noch eine Umgebung in G hat. Gut. Jetzt ist F lokal Lipschitz. Das heißt, das haben wir jetzt nicht besonders eingeübt, also erinnere ich nochmal dran. F lokal Lipschitz heißt, für jeden Punkt gibt es noch eine Umgebung und in der Umgebung ist das F Lipschitz mit irgendeiner konstanten L. Also, da gibt es ein eventuell kleineres Delta und R. Sodass das gilt, also ich mache die jetzt ohne Einschränkung, also es gibt eine Umgebung, da ist es Lipschitz. Wenn ich die Umgebung kleiner mache, ist es da immer noch Lipschitz. Also kann ich sagen, es gibt ein Delta Strich, das muss größer 0 sein, meist also ganz ausführlich 0 kleiner Delta Strich kleiner Delta und 0 kleiner R Strich kleiner R, sodass F Lipschitz, und zwar jetzt also echt Lipschitz mit konstanter KL, der Lipschitz-Konstanten L, größer 0, auf dem neuen Gebiet, also auf A minus Delta, A plus Delta, jetzt muss ich Striche machen, Kreuz BR Strich von C. Aber indem ich jetzt einfach zu Delta Strich übergehe, also ich nenne Delta Strich nämlich als neues Delta, dann kann ich jetzt ohne Einschränkungen sagen, Delta Strich gleich Delta und R Strich gleich R. Also was habe ich jetzt hier gemacht? Ein bisschen umständlich leider. Ich finde im ersten Schritt eine Umgebung, die überhaupt in dem G drin liegt.
Und im zweiten Schritt sage ich, es gibt eine Umgebung, sodass das F Lipschitz stetig ist in dieser Umgebung. Und jetzt nehme ich den Schnitt der zwei Umgebungen. Ich nehme also jeweils die kleinere Zahl hier. Und darauf gilt dann, also erstmal ist die Umgebung in G enthalten und zweitens mal ist F Lipschitz da drauf. Okay, das war eigentlich die ganze Konstruktion. Und jetzt wählen wir als Epsilon. Ich mache es mal ausnahmsweise so, dass ich das Epsilon tatsächlich explizit angebe. Also oft mache ich es ja so, Epsilon größer 0 sei klein genug und dann stellen wir hinterher fest, wie klein es sein muss. Aber ich schreibe das jetzt mal explizit hin, weil ich es kann. In dem Fall weiß ich es halt auswendig, auch durch die Vorbereitung. Natürlich muss Epsilon kleiner sein als Delta. Also wir wollen jetzt lösen auf so einem kleinen Intervall um A herum. Also wählen wir es höchstens Delta. Also Delta ist die eine Schranke. Die zweite Schranke ergibt sich durch das L. Schon im letzten Beweis, im Eindeutigkeitsbeweis, da haben wir das Epsilon gewählt als 1 durch 2L. Ja, also sorgen wir jetzt mit dem Minimum dafür, dass es höchstens 1 durch 2L ist. Also die erste Sache sorgt dafür, dass ich in diesem Gebiet bleibe die ganze Zeit. Die zweite sorgt dafür, ja, dass jetzt mein Beweisverfahren funktioniert. Da werde ich jetzt so eine kontraktive Abbildung gleich konstruieren. Das sorgt dafür. Aber jetzt möchte ich noch dafür sorgen, dass in meinem kleinen Rechteck, also hier ist die x-Achse und hier ist die y-Achse, gut, das ist nicht die Null, aber das ist ja jetzt nicht wichtig, dass wenn ich jetzt löse, dass ich dann nicht hier oben rauslaufe. Ich möchte, dass ich die ganze Zeit, also hier ist a plus epsilon, hier ist a minus epsilon, ich möchte sicherstellen, dass ich die ganze Zeit, also dass ich sozusagen nach rechts und links rauslaufe, dass ich nicht nach oben rauslaufe. Denn nur dann kann ich für alle Epsilon da jetzt die Lösung definieren. Und dafür habe ich noch eine dritte Bedingung, nämlich R durch M. Wobei ich M noch nicht definiert habe. M ist das Supremum von F auf diesem Ding hier. Also das Supremum aller F-Betrag in diesem, vielleicht schreibe ich es mal so, f von xy-Betrag für xy in diesem Ding hier. Jetzt muss ich es nochmal schreiben. Ich schreibe es mal getrennt, dann sieht es schöner aus. X in, kann ich kürzer schreiben, x minus a kleiner gleich Delta und y minus c im Rn kleiner gleich r. Also ich nehme in der Umgebung, die ich zuerst gewählt habe, nehme ich das Supremum von F. Das ist ein M. Hier hilft mir jetzt, dass F stetig ist. Wenn F stetig ist, ist es nämlich auf dieser kompakten Menge, ich habe hier abgeschlossene Intervalle und abgeschlossene Kugeln genommen, hat es ein Maximum. Also ist das Supremum eine reelle Zahl. Es ist wichtig, dass es eine reelle Zahl ist, denn wenn es unendlich wäre, dann würde ich hier sozusagen R durch unendlich, dann würde ich das Epsilon gleich 0 wählen müssen und Epsilon soll ja größer 0 sein. Ich habe es also jetzt so gemacht, dass Epsilon tatsächlich größer 0 ist. Gut. Und damit sind alle Vorbereitungen getroffen. Ich kann jetzt eine Iteration aufschreiben und der Fixpunkt der Iteration ist dann die Lösung. Dazu hätte ich jetzt eigentlich gern diese letzte Zeile noch. Naja gut, Sie können ja dann hin und her springen. Das werde ich gleich nochmal schreiben. Phi von x ist c plus dieses Integral. Das ist dann gleich unsere Iterationsvorschrift. Ich schreibe jetzt also diese Sache hier wieder hin. Aber ein bisschen abgewandelt. Ich definiere ein t. T ordnet einer Näherungslösung, die ich vielleicht habe, eine bessere Näherungslösung zu. Noch stehen hier keine Räume, deswegen ist es noch nicht Mathematik, aber ich möchte erstmal die Formel machen. Und zwar soll Phi von x definiert sein als c plus das Integral a bis x f von, so und jetzt schreibe ich alles ab.
dt. Aber ich schreibe eben nicht alles ab. Wir haben eine Lösung unserer Integralgleichung gefunden, genau, wenn das hier stimmt, und zwar wenn hier phi steht. Aber das ändere ich jetzt ab. Ich schreibe jetzt hier das psi. Also wir haben eine Näherungslösung psi, die ist vielleicht schon nah dran am Lösung sein. Aber jetzt verbessern wir sozusagen diese Psi-Näherungslösung zu einem Phi. Und ja, die Hoffnung ist, dass diese Abbildung eine T, einen Fixpunkt hat. Also sei Phi ein Fixpunkt von T. Was gilt dann? Also ein Fixpunkt heißt T von Phi gleich Phi. Also, was ist, wenn T von Phi gleich Phi ist? Dann gilt diese Integralgleichung, wo hier Phi und hier Phi steht. Also Phi von, schreibe ich sie doch nochmal ab, Phi von X ist C plus F von T Phi von T dt von A bis X. Also Phi die gesuchte Lösung. Also mit dieser Abbildung T muss ich nur noch einen Fixpunkt von T finden und dann habe ich eine Lösung der Gleichung. Das werden wir mit dem Banachschen Fixpunktsatz machen. Den Banachschen Fixpunktsatz hatten wir vor dem Satz über implizite Funktionen, weil er da das erste Mal verwendet wurde. Bevor wir den Banachschen Fixpunktsatz machen, brauchen wir jetzt einen Funktionenraum. In welchem Raum von Funktionen wollen wir das machen? Der Funktionenraum ist der Raum der stetigen Funktionen. Ich definiere ein A. Okay, Raum ist jetzt kein Vektorraum, sondern es ist ein Timing eines Vektorraums. Als A nehme ich all die Funktionen phi, die von A minus Epsilon A plus Epsilon. Als Epsilon habe ich hier gewählt, vorneweg, ganz klar, da ist es. Es wird nicht mehr verändert. Also ich nehme jetzt Funktionen, die leben auf diesem Intervall, gehen nach, könnte jetzt sagen nach Rn, aber ich möchte jetzt sogar noch festlegen, ich mache jetzt erstmal nach Rn. Und jetzt lege ich aber noch fest, die sollen immer nur in diese R-Kugel gehen, um C. Also, es soll gelten, zunächst mal Phi soll stetig sein und das Supremum über alle x jetzt in diesem Intervall von Phi von x minus c soll kleiner gleich r sein. Ja, r ist den Platz, den wir in vertikale Richtung haben. Also das hier nach oben, das sind 2r. Ja, das sehen Sie da an BRC. Und nach rechts haben wir eben 2 Epsilon. Ich suche jetzt im Raum der Funktionen, die stetig sind, aber die immer nur in diese Kugel gehen, weil der Abstand von Phi zu C höchstens R ist. Das ist jetzt mein Funktionenraum. Und T betrachte ich jetzt als eine Abbildung, die ein Psi aus A in ein Phi aus A wirft. So, das ist jetzt schnell hingeschrieben, aber es ist ja erstmal nicht klar, ob das stimmt. Also wir wissen gar nicht, ob, wenn ich das T auf ein Psi anwende, ob das Ergebnis dann wieder in dem Raum A ist. Also halten wir fest, was wir zeigen müssen. Zu zeigen ist als erstes mal T von Psi, ich schreibe das mal ein bisschen lax hin, also wenn ein Psi in A ist, dann ist das T von Psi wieder in A. Na, jetzt schreibe ich es dann doch nicht lax hin, sondern das müssen wir zeigen. Wenn wir ein Psi in A hier reinstecken, dann ist das Ergebnis wieder in A. Sonst ist das T keine Abbildung von A nach A. Und dann wollen wir zeigen, dass T kontraktiv ist. Das war die wichtige Voraussetzung im Banachschen Fixpunktsatz. Wenn Sie eine Selbstabbildung
haben und die ist kontraktiv, dann hat die einen Fixpunkt. Ja, wir brauchen was dazu. Dafür muss das A, das halten wir jetzt gleich mal fest, das A ist abgeschlossen. Und zwar abgeschlossen jetzt im Funktionenraum C0, der stetigen Funktion. Also wenn eine Folge von Funktionen gleichmäßig konvergiert, dann ist der Limes auch wieder in A. Wenn eine Folge gleichmäßig konvergiert, heißt, alle Folgenglieder haben den Abstand kleiner gleich R von C, und zwar überall, dann hat der Limes dieser Folgenglieder auch höchstens den Abstand R, weil die Phi K von X ja gegen Phi von X konvergieren. Also abgeschlossen bezüglich gleichmäßiger Konvergenz. Das brauchen wir. Aber das ist eben der Fall. Und weitere Voraussetzungen hat man im Banachschen Fixpunktsatz nicht abgeschlossen. Selbstabbildung. Schauen wir schnell. Ja, genau. Wunderbar. Genau. Okay, also müssen wir jetzt 1 und 2 zeigen. Und wenn wir das gezeigt haben, sind wir fertig. Also dann zeigen wir mal 1. Römisch klein 1. Also sei Psi so eine Funktion in A. Dann wollen wir feststellen, T von Psi, also das Phi, was wir da oben hingeschrieben haben, das ist ja das T von Psi. Ich behaupte, das ist stetig. Warum ist es stetig? Naja, Psi ist in A, also Psi ist stetig. Dann ist, und F ist auch stetig, das stand im Satz. Dann ist F von Psi oder auch von diesem kombinierten Ausdruck, ist stetig in T. Das heißt, ich habe hier eine stetige Funktion, die ich integriere. Und wenn ich eine stetige Funktion integriere, dann ist das Ergebnis immer stetig in x. Na gut, da hätte ich sogar weniger gebraucht als die Stetigkeit, aber sei es drum, das Ding ist sogar stetig, ist also stetig in x. Ja, also Phi ist stetig. Das ist die eine Bedingung, die wir erfüllen müssen. Das Ergebnis ist wieder stetig. Jetzt rechnen wir aus, wie groß der Abstand von Phi ist. Also Phi von x minus c. Was ist denn das? Die Formel für Phi steht da oben. Ja, das ist das t von Psi. Das ist das Phi. Und jetzt müssen wir Phi minus c ausrechnen. Das heißt, es bleibt nur das Integral stehen. Das ist also wirklich der Betrag von diesem Integral a bis x. F von t, Psi von t, dt. Und jetzt machen wir das, was wir jetzt in den letzten zwei Videos schon jeweils gemacht haben. Die Beträge ziehen wir unter das Integral. Und ich mache mal so, dass Sie sehen, was ich hier im Zwischenschritt gemacht habe. So, und was, wie groß ist F-Betrag? Ja, das Psi ist ja in A. Das heißt, die Punkte t, Psi von t, die hier, die verlassen nie dieses Intervallkreuz BR-Kugel. Die sind immer da drin. So ist ja die Menge A gemacht. Wenn aber diese Punkte immer da drin sind, dann ist das F immer kleiner gleich M. So habe ich ja das M definiert. Das Epsilon ist kleiner als das Delta. Also ich schaue sogar in einem kleineren Bereich. Also so habe ich das M definiert. Dann ist es kleiner gleich dem Integral M. Jetzt ist aber die Intervalllänge höchstens Epsilon. Jetzt muss ich mit den Beträgen aufpassen, weil wenn das x kleiner ist als a, dann muss ich ja auch noch, dann kommt ja was Negatives raus, muss ich noch einen Betrag vom Integral nehmen. Dann habe ich also einen Betrag davon. Die Intervalllänge ist höchstens Epsilon, dann steht hier m mal Epsilon. So, und jetzt habe ich aber vorher ja gewusst, dass das hier kommen würde und habe das Epsilon wie R durch M gewählt. Also Epsilon ist kleiner gleich R durch M. Also ist das kleiner gleich, Epsilon ist kleiner gleich R durch M, also steht hier kleiner gleich R. Fertig.
Das war das, was wir noch zeigen mussten. Wir mussten zeigen, dass im ganzen Intervall das Phi von C höchstens R entfernt ist. Das steht jetzt da. Und damit ist 1 gezeigt. Also das T bildet wieder nach A ab. T geht wirklich von A nach A. Und der zweite Teil, der ist jetzt sogar, also fast noch einfacher, denn der ist wie im Eindeutigkeitssatz. Ich muss trotzdem ein bisschen wischen. Nachweis von 2i ist jetzt die Kontraktivität von T. Also, wir betrachten zwei verschiedene Psis. Nehme ich mal Psi 1 und Psi 2. Sind beide in A. Ach ja, ich sollte mal klar sagen, was heißt denn kontraktiv? Also, na gut. Vielleicht schreibe ich erstmal noch die Eigenschaft hin. Zu zeigen ist, dass T von Psi 1 minus T von Psi 2 kleiner gleich eine Konstante mal Psi 1 minus Psi 2 ist und mit Theta irgendwie zwischen 0 und 1, aber 1 ist ausgeschlossen. Es muss also Konstante echt kleine 1 sein, so ein bisschen wie beim Quotientenkriterium. Aber Sie könnten jetzt natürlich sofort fragen, und Sie sollten eigentlich fragen, bezüglich welcher Norm soll denn das gelten? Und die Norm, die wir hier gewählt haben, die habe ich gewählt im Grunde an der Stelle, als ich gesagt habe, A ist abgeschlossen bezüglich der gleichmäßigen Konvergenz. Die Norm, die ich hier im Sinn habe, ist die Norm der stetigen Funktion oder der gleichmäßigen Konvergenz, ist dieselbe, einfach die C0-Norm. Also die Norm von irgendetwas, ich sage jetzt mal von Phi, ist die Supremumsnorm, also Supremum x aus diesem Intervall a minus epsilon bis a plus epsilon Phi von x. Das ist die C0-Norm. Die Norm der stetigen Funktion. Und bezüglich der brauchen wir jetzt diese Kontraktionseigenschaft. Ja, das können wir jetzt aber einfach rechnen. Also Phi j sei jetzt T von Psi j. Ich wollte jetzt ein bisschen Schreibarbeit sparen. Also es gibt ein Phi 1, das ist T von Psi 1. Und es gibt ein Phi 2, das ist T von Psi 2. Und wir müssen jetzt Phi 1, steht hier, minus Phi 2 anschauen. Und davon die Norm berechnen. Ja? Dazu müssen wir anschauen, das Supremum über alle x in dem Intervall, wie groß ist da der Abstand? Und statt Supremum zu berechnen, sage ich, ich nehme jetzt ein beliebiges x und wenn dort der Abstand klein ist, kleiner als eine bestimmte Zahl, aber das x war beliebig, dann ist auch das Supremum kleiner gleich der bestimmten Zahl. Also sei x ein beliebiger Punkt, a plus epsilon. Und für den rechnen wir jetzt. Also wir rechnen jetzt statt gleich der Norm, rechnen wir aus Phi 1 von x minus Phi 2 von x. Und das müssen wir jetzt natürlich mit der Definition machen. Also Phi 1 von x ist c plus dieser Ausdruck mit Psi 1. Phi 2 ist c plus dieser Ausdruck mit Psi 2. Wenn wir die Differenz nehmen, dann sehen Sie, dieses lästige c fällt weg. Das heißt, also das erste startet mit c, das zweite startet mit c, das c fällt weg. Es bleibt nur stehen, Integral a bis x, f von t, psi 1 von t, dt. Und das phi 2 ist derselbe Ausdruck, f von t, psi 2 von t, dt. Und jetzt haben wir Glück, dass das Integral ein lineares Funktional ist. Das heißt, statt das Integral vom einen minus Integral vom anderen, da stehen dieselben Grenzen, können wir auch Integral von der Differenz schreiben. Und dann machen wir das, was wir jetzt hier schon mehrfach gemacht haben. Diesmal vergesse ich nicht die äußeren Betragsstriche, aber das schätzen wir ab durch das Integral vom Betrag der Differenz. Also f von t, Psi 1 von t minus
f von t, psi 2 von t. dt und äußere Betragsstriche, aber nur, wenn das x kleiner als a ist, dann muss ich nämlich das Vorzeichen noch umdrehen. Okay. Und jetzt sehen Sie, wir sind jetzt genau in der Situation von der Lipschitz-Eigenschaft. F ist Lipschitz. Und wenn ich f an zwei verschiedenen Punkten auswerte, nämlich psi 1 und psi 2, dann ist das Ergebnis höchstens L mal psi 1 von t minus psi 2 von t auseinander. Ja, das war genau die Lipschitz-Eigenschaft. Zwei verschiedene Argumente in f. Und wenn Sie jetzt noch mal genauer hinschauen, aber der Teil ist leider weg, der war hier. Die Lipschitz-Konstante, die haben wir gewählt zu den Konstanten Delta und R am Anfang des Beweises. Die Psis sind aber in dem A und die Menge A heißt, dass das Psi von C höchstens R weg ist. Das heißt, diese Psi 1 und Psi 2, die sind tatsächlich immer in dieser abgeschlossenen R-Kugel um C. Das heißt, die Lipschitz-Konstante L ist hier tatsächlich verwendbar. Wir sind nicht außerhalb von dieser Menge, wo diese Lipschitz-Konstante gilt. Okay, und jetzt können wir aber, also die, machen wir in einem Schritt, die Intervalllänge ist höchstens Epsilon. Dann haben wir das L da stehen. Und hier mache ich eine ganz grobe Abschätzung. Ich muss das Integral über Psi 1 minus Psi 2 machen und dann nehme ich etwas Supremum Psi 1 minus Psi 2. Und das Supremum Psi 1 minus Psi 2, das hat ja einen Namen. Das ist eben diese Norm von Psi 1 minus Psi 2, die C0-Norm. Also Norm ohne irgendwas ist jetzt immer die C0-Norm. Ja, und jetzt haben wir aber Epsilon so gewählt, dass es kleiner gleich 1 durch 2 L ist. Das war eine der drei Bedingungen. Die sind auch nicht mehr da. Das heißt, der Vorfaktor ist kleiner gleich 1/2 Psi 1 minus Psi 2. Und damit sind wir fertig, denn jetzt ist für beliebiges x Phi 1 minus Phi 2 kleiner als 1/2 mal Psi 1 minus Psi 2. Ja, also jetzt noch Supremum über x sozusagen nehmen. Und dann haben wir eben da stehen Phi 1 minus Phi 2 kleiner gleich 1/2 Psi 1 minus Psi 2. Das heißt, das T ist auch eine Kontraktion. Und wie angedeutet, hier unten, damit sind wir fertig. Wir mussten für T nur zeigen, es ist eine Selbstabbildung, es ist eine Kontraktion. Das A ist eine abgeschlossene Menge. Wir können also den Banachschen Fixpunktsatz anwenden. Hier haben wir gezeigt, T ist tatsächlich eine Selbstabbildung. Hier haben wir gezeigt, dass T ist tatsächlich eine Kontraktion mit dem Theta gleich 1/2, weil wir das Epsilon so klein gewählt haben. Und damit sind wir fertig. Der Banachsche Fixpunktsatz liefert, schreibe ich vielleicht nochmal hin, schnell. Also Banachsche Fixpunktsatz, Fixpunktsatz liefert, es existiert ein Phi, sodass T Phi gleich Phi ist. Und wir haben da oben ja schon festgestellt, nein, hier haben wir festgestellt, wenn wir einen Fixpunkt haben, dann haben wir das Problem gelöst. Das heißt, hier ist der Beweis fertig. Also der Existenzbeweis ist jetzt hiermit geführt. Und wir können jetzt immer sagen, wenn das f ein Lipschitz-f ist, Lipschitz in y, dann hat die gewöhnliche Differentialgleichung immer, zumindest lokal, eine Lösung. Gut. Jetzt fehlt natürlich noch das Beispiel, dass die Lösung eventuell nur lokal ist. Dieses Beispiel gehört zu dem Existenzsatz, genauso wie im letzten im Eindeutigkeitssatz dieses Beispiel mit Wurzel y dazu gehört hat. Deswegen kriegt das auch diese fette Beispielschrift. Das wichtige Beispiel ist y' gleich y². Ich würde Ihnen eigentlich empfehlen, machen Sie das ruhig auch mal, dass Sie so eine Rechnung machen. Ich mache es vielleicht gleich wieder weg. Sie setzen x hoch Alpha ein, also Sie möchten gern mit einer Potenzfunktion lösen. Und dann wäre x hoch Alpha minus 1, wenn ich differenziere, soll irgendwas zu tun haben mit x², also x hoch 2 Alpha. Und jetzt wollen Sie, die Vorfaktoren stimmen jetzt sowieso nicht, jetzt wollen Sie wenigstens die Exponenten gleich kriegen. Dann sagen Sie also,
Ich mache langsam Alpha minus 1 gleich 2 Alpha. Ziehen Sie Alpha ab, dann ist also Alpha gleich minus 1. Und dann testen Sie nochmal, wenn Sie 1 durch x differenzieren, ja, dann tatsächlich, dann kommt ja 1 durch x Quadrat raus. Ja, x hoch minus 1 gibt 1 durch x Quadrat. Leider mit einem negativen Vorzeichen, aber es ist also im Prinzip schon das Richtige, denn das ist ja 1 durch x Quadrat, also jedenfalls bis auf das Vorzeichen. Dann sind Sie vielleicht ein bisschen frustriert, dann wissen Sie nicht so richtig, was Sie machen sollen. Aber alles ist gut, wenn Sie, also die Ideen sind hier genau die richtigen. Ich schreibe hin, also damit könnten Sie auch arbeiten, aber wir setzen jetzt sozusagen diese Funktion, ja, die ja 1 durch x ist ja diese Funktion, die drehe ich jetzt um und definiere phi von x gleich 1 durch 1 minus x. Also alles, was hier war, ist so ein bisschen für mich ins Blaue gerechnet, weil ich mir das alles nicht merken kann. Aber ich komme dann drauf, so wie 1 durch x muss es aussehen. Aber ich möchte es halt eher so haben, wie es hier ist, dass ich bei 0, bei 1 starte und dann geht das hier so hoch. Und bei Zeit 1 bin ich bei unendlich. Also das ist jetzt mein Versuch. Jetzt für dieses Phi berechne ich jetzt Phi Strich von x. Das ist jetzt 1 minus x hoch minus 1, gibt also minus 1 durch 1 minus x Quadrat. Aber jetzt muss ich ja nachdifferenzieren, weil dann minus x steht. Also steht da Plus. Und das ist tatsächlich genau das Quadrat davon. Also Phi von x Quadrat, check, Phi löst die Gleichung. Das löst die Gleichung y' gleich y². Und übrigens mit der Anfangsbedingung Phi von 0 gleich 1. Also machen wir jetzt mal ein richtiges Bild. Da ist hier die x-Achse nach rechts, nach oben die y-Achse, y ist in R. Das ist also noch nicht einmal ein System, sondern nur eine skalare Gleichung. Sie starten beim Punkt 0, 1, also Zeit 0, machen a gleich 0. Im letzten Beweis, das c ist 1. Da starten Sie. Und wenn Sie jetzt diese Gleichung y' gleich y² lösen, ich meine, nichts, eine einfache Gleichung kann man sich ja kaum ausdenken. Y' gleich y². Also außer y' gleich y, was wir in der Exponentialfunktion hatten. Als nächstes kommen Sie auf die. Und dann sieht die Lösung eben so aus, wie es hier steht. Nämlich 1 durch 1 minus x. Also in 1 eine Singularität. Und wenn x kleiner ist als 1, dann ist es positiv. Dann sieht das also so aus. Die Lösung haut nach unendlich ab. Und das heißt eben, also jetzt denken wir an den letzten Satz. Der letzte Satz ist natürlich richtig. Der letzte Satz sagt, wenn ich hier starte und loslaufe, dann kann ich für ein kleines Epsilon eine Lösung finden. Also Lösung existiert auf einem Intervall a minus Epsilon, a plus Epsilon. Das ist richtig. Und zwar ist es richtig für alle Epsilon kleiner 1. Also ich muss das Epsilon nicht wahnsinnig klein machen jetzt in dem Fall, sondern ich kann sagen, für Epsilon gleich 1, beziehungsweise Epsilon kleiner 1, kann ich lösen auf einem Intervall bis Epsilon. Aber es gibt eben keine Lösung auf dem Intervall a minus 1 bis a plus 1, jedenfalls nicht auf dem abgeschlossenen Intervall. Keine Lösung auf a minus 1, oder ich schreibe jetzt mal kürzer, das a ist ja 0, auf minus 1, 1, weil die Lösung nämlich nach unendlich abhaut. Also dieses einfache Beispiel y' gleich y² zeigt Ihnen, dass der Satz insofern optimal ist, als dass man eben nicht erwarten kann, dass man jetzt für alle Zeiten löst, sondern man kann nur auf einem kleinen Intervall lösen. Eventuell geht es nicht besser.
Man könnte jetzt noch eine andere Frage sozusagen an den Satz stellen, nämlich, wie ist es denn, wenn das F nicht Lipschitz-stetig ist, gibt es denn dann keine Lösung? Also was ist jetzt ein Beispiel für ein F, sodass es keine Lösung dazu gibt? Und das ist nicht so einfach. Ich hatte ja dieses ganz absurde Beispiel, da war das F gar nicht stetig und dann gibt es keine Lösung. Also das gibt's. Und wenn F Lipschitz stetig ist, dann gibt es eine Lösung, sagt der Satz. Was ist dazwischen? Na zum Beispiel F einfach nur stetig. Also da war es unstetig, da war es sogar Lipschitz stetig. Wenn F nur stetig ist, ja, da gibt es jetzt kein Gegenbeispiel. Das liegt daran, dass die Aussage nämlich für stetige F auch wahr ist. Also der Existenzsatz, der kann verbessert werden. Das ist der Peanische Existenzsatz, der sagt, selbst wenn das F nur stetig ist, dann gibt es auch schon eine Lösung. Ja, und das Besondere hier ist also beim Pikka-Lindelöffschen Existenzsatz, die Lösung existiert und sie ist eindeutig. Man hat also gleich noch Zusatzeigenschaften. Und üblicherweise ist dieses Lokal-Lipschitz-Stetigsein vom F keine Einschränkung. Also die Gleichungen, die wir lösen wollen, sind eigentlich immer Lokal-Lipschitz-stetig. Gut, das Video beende ich jetzt noch damit, dass ich kurz angebe, dass man aus diesem Beweis, so wie wir den Beweis gemacht haben, dass man daraus ja auch ein numerisches Verfahren machen kann. Ich gebe das schnell an. Das Pikka-Lindelöff, kürze ich mal ab, Iterationsverfahren. Denn so könnten Sie die Differentialgleichung numerisch lösen. Das Problem daran ist, kein Mensch macht es so. Forster ist es vielleicht auch aus Traditionsgründen noch so drin. Aber angeben möchte ich es doch, denn es ist ja schon eine mögliche Idee. Also wir setzen als nullte Näherungslösung Phi 0 von x irgendwas. Sagen wir mal die konstante C-Lösung in a minus Epsilon, a plus Epsilon. Jetzt haben wir ein Phi 0. Und immer wenn ich ein Phi habe, eine Näherungslösung, also hier ist die nullte Näherungslösung, dann will ich eine erste Näherungslösung haben. Und dann will ich immer eine k plus erste Näherungslösung haben. Also die k plus erste Näherungslösung von x wird definiert durch eben das Integral, das c vergessen, c plus das Integral a bis x f von t, phi. Und jetzt nehme ich die alte Näherungslösung, also phi k von t dt. Das ist also das, was wir schon groß T von phi k genannt haben im Existenzsatz. Dann wissen wir sogar, das sagt der Existenzsatz, jedenfalls wenn Epsilon klein ist, ich muss dieses Intervall eventuell klein machen, das Verfahren konvergiert. Denn der Banachsche Fixpunktsatz sagt, also so wie man ihn normalerweise formuliert, sagt er, es gibt einen Fixpunkt. Aber der Beweis vom Banachschen Fixpunktsatz ist ja sogar konstruktiv. Der sagt nämlich, wenn der einfach immer nur t neu an, immer wieder t anwenden, dann erzeugst du eine rekursiv definierte Folge und die konvergiert gegen diesen Fixpunkt. Ja, also es ist die bessere Aussage vom Banachschen Fixpunktsatz, wenn man den Beweis noch anschaut. Diese Iteration konvergiert. Und zwar eben so, es gibt eine stetige Abbildung Phi, mache ich nochmal ruhig, a minus Epsilon bis a plus Epsilon nach Rn stetig. Und die Phi k konvergieren gegen Phi gleichmäßig. Und das Phi ist Lösung. Phi ist Lösung der Differentialgleichung und zwar nicht nur y' gleich f von y, sondern auch Phi von a ist c. Das heißt, wir haben das Anfangswertproblem für die Differentialgleichung y' gleich f von y gelöst, indem wir einfach so immer wieder unsere neue Näherungslösung beschafft haben. Das wird im Forster sogar mit einem Beispiel sozusagen analytisch verwendet. Also er berechnet für eine gewisse Differentialgleichung, kann man diese Phi Ks
explizit ausrechnen und sieht dann sogar, wogegen sie konvergieren und sieht dann auch, dass die gegen eine Lösung konvergieren. Möchte ich Ihnen von daher schon ans Herz legen, schauen Sie es mal an. Aber gut, leider muss man sagen, für die numerische Praxis ist das nicht wichtig. Ich denke, wie gesagt, nicht, dass irgendwer heutzutage eine gewöhnliche Differentialgleichung so lösen würde. Gut, wir haben jetzt also den Existenzsatz auch gemacht in diesen drei Videos. Lipschitz, Stetigkeit, Eindeutigkeitssatz, Existenzsatz, zentrale Videos für den zweiten Teil der Vorlesung. Es gibt jetzt noch ein viertes Video, in dem ich so ein bisschen nachgeplänkel mache über Differentialgleichung höherer Ordnung, aber es wird eine ganz einfache Sache noch.